Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 21. August. Heute dabei WhatsApp, Facebook, Google, Google Home, Android O und Amazon Music. Beginnen tun wir mal mit WhatsApp. Die haben ja auch den Status eingefügt, also diese Art Story-Funktion als Status, indem man da Videos und Bilder reinposten kann. Und der war ja bislang nur in der App verfügbar, also auf dem Smartphone. Und der ist ab sofort auch über WhatsApp Web, also mit der Web-Version im Browser, anzugucken. Also man kann keinen posten, aber man kann ihn sich angucken. Witzigerweise ist das im Desktop-Client nicht der Fall. Was komisch ist, weil der Desktop-Client eigentlich die Web-Version ist mit einem kleinen Wrapper drumherum. Naja, aber vielleicht bekommt der die Funktion auch noch. Wer es braucht, der kann es jetzt dementsprechend nutzen, beziehungsweise zumindest angucken. Gehen wir direkt mal rüber zu Facebook. Ja, WhatsApp gehört ja zu Facebook, deswegen ist das ein schöner Übergang. Die haben jetzt zwei neue Features vorgestellt. Erst einmal nur in den Staaten, also in den USA. Und bei beiden geht es halt um Geburtstage. Also, ja, man wünscht ja seinen Freunden einen schönen Geburtstag. Im Regelfall schreibt man kurz was rein, postet vielleicht ein Bild. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, auch ein personalisiertes Video zum Geburtstag zu posten. Und das ist eine weitaus interessantere Sache. Man kann den Geburtstag auch mit einer Fundraiser-Kampagne koppeln. Also man sagt dann, ja, hier, ich habe halt Geburtstag. Und wenn ihr das huldigen möchtet, dann könnt ihr ja hier einen Dollar an den Tierschutzverein spenden. Ja, schöne Sache, wie ich finde. Ich bin mal gespannt, wann das dann rüberkommt zu uns. Und wir werden euch natürlich hier informieren. Aber bleiben wir direkt bei Facebook. Clickbaiting, also hier das Anlocken von Klicks mit so reißerischen Überschriften wie er bog links ab, was er dann sah, wird sie erschüttern. Und dann will man wissen, was es ist und klickt drauf und dann bekommt man halt eine Webseite und die monetarisieren das durch ihre Anzeigen. Ja, also Clickbaiting ist ein großes Problem. Eigentlich findet man das ja kaum einer gut. Es gibt keinen Grund, das gut zu finden. Ja, eine Art von Clickbaiting ist zum Beispiel auch ein Video, also kein Video, sondern ein Bild aussehen lassen wie ein Video. Da hat man dann halt so einen Abspielbutton in der Mitte von dem Bild. Man klickt drauf und eigentlich ist es kein Video, sondern es ist wieder nur ein Link, der zu einer Webseite führt und wieder ein Klick gesammelt wurde. Und dagegen will Facebook jetzt vorgehen und regelmäßig die Timeline der Nutzer ja durchscrollen und analysieren und entsprechend diese Clickbait-Tricks vermeiden. Also, dann wird es eine kleinere, aufgeräumtere Timeline. Schöne Sache, wenn es dann auch so funktioniert wie angedacht. Ja, die einen täuschen Videos vor und die anderen, die lassen jetzt die Videos automatisch ablaufen. Die anderen sind in dem Fall Google. Denn die sind jetzt der Meinung, dass wenn man ein direkt startendes Video hat, dass man ja noch mehr Informationen bekommt. Und das rollen die jetzt aus, und zwar in der Google App. Und auch im Chrome auf der Android-Plattform. Also man sucht etwas, man bekommt in der Vorschau ein beispielsweise ein YouTube-Video angezeigt und wenn man dann mit der Maus drüber hovert, dann startet das automatisch. Also man muss nicht mehr direkt wechseln, einen Klick vergeuden, man bekommt direkt die Information. Ob das so gut ist oder nicht, sei auch mal wieder dahingestellt. Gerade in Deutschland ist natürlich auch das Thema Datenverbrauch wieder ein großes Thema. Von daher werden die standardmäßig zum Glück auch nur bei einer WLAN-Verbindung entsprechend angezeigt. Und natürlich kann man es halt auch in den Einstellungen deaktivieren, wenn man es denn möchte. Also eher Opt-out als Opt-in. Müsst ihr selber wissen, ob ihr das gebrauchen könnt. Ja, wer es gebrauchen kann für Google Home, der hat jetzt die Möglichkeit, von seinem Smartphone entsprechend jeglichen Sound per Bluetooth auf den Smart Speaker von Google zu streamen. Relativ einfach. Das gilt dann für alles, für wirklich alle Töne vom Smartphone. Man kann es koppeln. Es ist praktisch wie ein Bluetooth-Lautsprecher oder Bluetooth-Ohrhörer. Und damit eine neue
Nee, eine neue Neuerung, eine gute Mischung. Damit war wieder eine Neuerung für das Google Home, das ja auch seit kurzem Spotify Free abspielen kann. Früher ging nur Spotify Premium, was ja damals sogar der Grund war für mich, überhaupt bei Spotify einzusteigen. Aber jetzt geht auch die Free-Version und dadurch wird das Google Home ein bisschen interessanter, weil es besser zu nutzen ist. Bleiben wir aber weiterhin bei Google. Google hat ja mit Android die eigene Smartphone-Plattform und da steht heute Abend die Veröffentlichung des neuen Android O an. Die werden ja nicht durchnummeriert, die werden ja alphabetisch immer weitergeführt und es geht immer um Essen und das hat Google jetzt auch nochmal genutzt, um die Nutzer ein bisschen zu trollen. Die haben nämlich ein paar Videos veröffentlicht und dort hießen die Dateinamen des Videos dann immer unterschiedlich mit O, Oreo, Octopus, Oatmeal, so als Beispiel, es gab noch diverses. Die es interessierte, die haben also nicht geguckt und dachten erst, sie hätten den Namen rausgefunden. Dann kam halt das nächste Video mit einem anderen Namen. Und ja, warten wir heute Abend mal ab, was das Android O dann wirklich heißt. Ob es ein Oreo ist oder ob es ja, was komplett anderes mit O ist. Es bleibt spannend und morgen früh wissen wir es dann. Und was wir auch schon wissen, das ist der Sommerhit 2017. Den hat nämlich Amazon Music Unlimited ermittelt. Sprich, die haben geguckt, was wurde diesen Sommer gestreamt auf der Plattform, was ist dann daraus resultierend der Sommerhit. Und das ist Despacito von Luis Fonsi. Ich habe keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Also vielleicht habe ich schon mal gehört und es wurde mir nur nicht mitgeteilt, dass das Lied ist. Was wohl ein relativ großer Hit war in 30 Ländern, in den Top 10, 22 Mal Platz 1. Ja, und dann haben auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz, also genau unser Kerngebiet, an mir zumindest vorbeigegangen, wie gesagt. Aber man kann sogar die Alexa fragen. Und die sagt dann hier, ja, also auf die Frage, was ist der Sommer 2017? Entsprechend hier, ja, Despacito von Luis Fonsi. Ja. Es gibt in dem Link, den wir in den Shownotes haben, auch noch die weiteren, also die Top 10 der Sommerhits von Mai bis Juli, die ich auch alle nicht kenne. Ich bin da jetzt, glaube ich, komplett aus dieser Art von Musik raus. Darunter waren auch nochmal die Top-Sommerhits der Jahre 2009 bis 2016 verlinkt, die ich auch alle nicht kenne. Also zumindest nicht vom Namen. Und die Künstler sind wohl die klassischen One-Hit-Wonder. Ja. Wer auf jeden Fall kein One-Hit-Wonder ist, das ist der Geek Talk Daily. Das kann ich euch versprechen, denn morgen geht's weiter. Und ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Habt einen guten Montag. Stresst euch nicht zu sehr. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Und wenn ihr Bock habt, hinterlasst uns doch einen Kommentar hier im Blog, unter den Shownotes oder aber auch gerne eine Bewertung bei iTunes. Da würden wir uns sogar noch mehr drüber freuen, denn dadurch finden auch andere vielleicht den Geek Talk Daily und wir bekommen ein paar neue Zuhörer. Also, wie gesagt, bis morgen. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.